Hallo meine Lieben. Ja, ich hoffe, ich kann schnell ein Video machen. Ich wollte ja gestern schon machen, aber es ging einfach nicht. Mein Mann hat natürlich wieder arbeiten müssen. Er hat Samstag schon den ganzen Tag arbeiten müssen. So habe ich mir gestern ein bisschen Freizeit gegönnt. Aber ich hatte keine. Jetzt hoffe ich, dass ich schnell das Video machen kann. Schnell. Meine Kleine verteilt gerade ihre Stifte im Wohnzimmer. Solange sie Spaß hat, soll sie machen. Ja, die liebe Nina hat sich ja mal eine Aufbewahrung für ATCs gewünscht, hat mir ein Video von Pinterest geschickt und gesagt, sie brauchte eine genaue Anleitung dafür. Dekoration fehlt allerdings noch, aber das Ganze schaut so aus. Das macht man dann auf und hier hat man dann so eine Fächer-Ding. Und wie ihr seht, habe ich schon ein paar ATCs reingesteckt, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir gedacht, habt ihr ja, 6 1, 2, 3. 6 ADCs langen vollkommen. Man kann das Ganze natürlich auch noch, also zwei weniger, so dass es nur vier sind. Dann müsste man das Ganze dann später hier einen Zentimeter kürzer machen, also schmäler machen. Aber jetzt zeige ich euch das hier mit diesen 6 ADCs. Ich habe mir hier schon zugeschnitten, dreimal Papier. Es wird so um die 120 Gramm haben. Oder 100 Gramm schätze ich ja mal. Ich schätze wirklich 100 Gramm. Also ich habe jetzt extra kein starkes genommen, weil sonst würde das zu aufpluschen. Und wenn dann die ATCs noch drin sind, dann würde es einfach viel zu dick werden. Und also ihr braucht dreimal, ne, Papier. In den Maßen 18 mal 15. Und das müssen wir uns jetzt falten. Jetzt muss ich aber echt mal kurz überlegen. Ja, doch. Auf der langen Seite, also bei den 18 cm, ihr seht die 18 cm, falzen wir das Ganze bei 9. Nicht zu sehr aufdrücken, weil sonst reißt es. Mache jetzt gleich bei allen drei. So, dann drehe ich es mir auf die kurze Seite, also auch bei den 15 cm, und falze bei 7 und bei 14. Mache ich auch bei den anderen. Hallo Kind, was hast du da zu deine Strümperhose ausgezogen? Zack. Super. So, dann bei allen drei. Wir haben jetzt hier diese dünne Klebelasche. Ich hoffe, man sieht es. Da. Da schneiden wir uns jetzt die Ecken jeweils raus, so dass das Ganze dann so ausschaut. Und ich hoffe, ihr erklärt's einfach, Nina. Ne? So, ich vergesse mein Handy auf laut zu machen. So. Und dann falzt mir die langen Seiten. Die kurze Seite können wir dann später falzen. Das ist jetzt nicht das Drama. Da habe ich fast ein bisschen zu dünne gefalzt. Aber das geht. Lieber zu dünn wie zu dick. Und dann reißt mir das Papier. Das ist mir nämlich gestern beim anderen passiert. So. Prototypen ist mir das nämlich gestern passiert, dass mir das Papier da gerissen ist. Okay. Und dann kleben wir das Ganze fest. Also wir machen hier fast ein bisschen zu viel Kleber. Ich muss mir erst dran gewöhnen, weil ich mir eine volle Flasche Kleber habe.
stifte ich mir das Ganze fest. Das mache ich bei allen drei. Und dann hier. So, jetzt können wir das Ganze hier knicken. Und falten. Ja, ich hatte eh schon Befürchtungen, dass ich erst mal keine Videos machen kann, weil wir uns eine Wohnung angeschaut haben. So, jetzt sortiere ich meine Farben. Ich möchte das Ganze so in diesen Farbverlauf haben. Blau, Grün, Gelb. Und dann mache ich mir auf den Grünen links und rechts jeweils doppelseitiges Klebeband, so in die Mitte hier. So ein kleiner Streifen. Ja. Und wie gesagt, haben wir unsere Wohnung angeguckt, haben uns schon so drauf gefreut. Größere Wohnung, ein Zimmer mehr für die Kleine. Ach ja, genau. Dann nehme ich mir jetzt hier einen Lochstanzer, damit ich die ATCs besser rausnehmen kann, sonst vergesse ich das Ganze wieder. Dann nehme ich den als Schablone. Und mache die anderen soweit. Ja, wie gesagt, Wohnung angeguckt, so war es in Ordnung. Allerdings, ja, die Küche, die war winzig. Also ich hätte meine komplette Küche, was ich jetzt hier habe, komplett aufgeben müssen. Auch Küchengerätschaften hätte ich entsorgen müssen im Endeffekt, obwohl die alle noch gut sind, aber der Platz war einfach nicht gegeben in dieser Küche. Und es war schon eine Einbauküche drin, die hätte auch mal nicht rausmachen können, weil der ich lasse mich viel zu ablenken wieder. Ja, hier drin fehlt auch noch Klebestreifen, fällt mir ein. Ja, weil der Bodenleger, der hat einen Boden reingelegt gehabt in der neuen Wohnung. Allerdings nur eben bis zum Anfang der Küche, bis zur Sockelleiste von der Küche und nicht unter der Küche. Somit hätte die Küche drin bleiben müssen und ja. Naja, auf jeden Fall auch das Wohnzimmer war sehr, sehr blöd geschnitten, so dass wir unseren halben Wohnzimmerstand hätten auch aufgeben müssen, beziehungsweise dann ins Schlafzimmer alles quetschen müssen. Weil das Schlafzimmer ist ein Ticken größer wie unseres, aber trotzdem wäre mir das viel zu viel. Weil das, ja, also der Umzug hätten wir vielleicht wirklich in der Zeit geschafft. Ihr seht, ich klebe das jetzt gerade zusammen. Aber, nee. Naja, und jetzt versuche ich die Vermieterin zu erreichen, weil eigentlich, ja, habe ich der Wohnung zugesagt und jetzt will ich dann doch absagen, weil es geht einfach nicht. So, und dann versuche ich die aufeinander zu legen. Und aufeinander zu kleben. Dann hier auch nochmal. Ja, und jetzt warte ich halt im Endeffekt auf den Anruf von der Vermieterin, dass wir die Wohnung dann doch nicht nehmen. Aber es gibt wohl noch eine andere Interessentin, so wie ich das mitbekommen habe. Die würde die Wohnung, so wie sie ist, übernehmen. Und für uns hat es eben keinen Nutzen, wenn ich meine kompletten Gerätschaften entsorgen muss, verkaufen muss, verschenken muss in dieser vorgegebenen Zeit. Gut, ich kann sagen, einen Monat hätten wir Zeit gehabt. Der Umzug wäre jetzt nicht das Thema gewesen mit Renovieren. Wäre zwar schwierig gewesen, weil man meinen ganzen Tag arbeitet und ich die Kleine habe, aber es wäre machbar gewesen. Aber wir hätten die kompletten Küchengeräte, also komplette Küche, was hier ist, wegtun müssen. Auch mein Schreibtisch. Ich sehe gerade, da ist nicht ordentlich geklebt. Ja, somit wäre dann wahrscheinlich das Basteln weggefallen. Weil Esstisch hätte dann auch weggemusst, weil einfach kein Platz. Somit hätte ich dann am Boden basteln müssen. Und das wäre richtig mies. Mist.
Jo. So. So viel dazu. So. Das legen wir zur Seite. Jetzt nehmt ihr euch Designerpapier. Und ich habe das jetzt in der Länge von 30 cm gelassen und kürze mir das auf 7,5. Und dann lege ich es mir auf der langen Seite an und falze bei, jetzt muss ich wieder rechnen, 9,5. Ah, jetzt kann ich wieder eine Menge aufdrücken. Bei 9,5. Dann bei 11,5. Und jetzt muss ich wieder schnell rechnen, weil mein Kopf kriegt das jetzt nicht zusammen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, Matsch. Bei 21. Und dann bei 23. Und dann kann ich das Ganze zur Seite legen. So. Ich hoffe, man erkennt es. Oh, ganz schlecht die Falzungen. Das könnte ich eigentlich ein bisschen nehmen. Ja, dann falze ich jetzt einmal nach, sodass ich dann meine Falzungen sehe. So, und dann machen wir die einfache Variante. Ich mache mir jetzt das hier mit mit einer Vorlage. Wenn ich nicht aufs Wort komme, zeichne ich mir hier so einen Abschluss hin, dass das, also ihr seht es, hoffentlich. Das ist jetzt quasi die einfache Variante. Das hier ist ja doch schon sehr tricky. Ist viel zu messen. Aber das würde auch gehen. Dann machen wir jetzt aber, wie gesagt, die einfache Variante. Und dann schneide ich mir das Ganze hier so aus. So. Das passt. Und brauchen wir noch einmal ein Stück Cardstock in den Maßen 2 cm mal ca. 11 cm, 12 cm, das ist völlig wurscht. Also ich schneide das hier einfach bei 2 cm ab. Muss auf jeden Fall größer sein wie euer Teil hier vorne. Und dann lege ich mir die Lasche hier so um. So auf die Höhe, wo ich es einstecken möchte. Und knicke mir die Lasche hier so um. Und so weiß ich, wie breit es sein soll. Mach mir da hinten Kleber drauf. Kann ich gleich Stifte einsammeln gehen. Ach ja. So, und dann klebe ich mir das Ganze fest auf die Höhe, wo ich es gern hätte. Also das muss jetzt nicht abgemessen werden. Oh, ich finde das mit dem runden Abschluss auch sehr hübsch. So, und dann kann ich das Ganze einfach öffnen. Und dann klebe ich mir meine Sachen hier rein. Das mache ich allerdings auch mit doppelseitigem Klebeband. Da langt nur so ein Ding. Das braucht es gar nicht bis ganz unten hin. Wirklich nur so die Hälfte von meinem Teil hier. Und dann lege ich mir das, also ihr seht schon, das Ganze schaut dann so aus. Dann lege ich mir den einen Teil hier zwischen meine Falzungen, kann ich jetzt echt schlecht erklären. Und dann schaue ich, dass ich das hier so einigermaßen gerade hinkriege. Ne?
Ja, warum so viel Platz? Weil man sieht es hier bei den ATCs, es sind jetzt nur 4 Stück drin, 6 Stück passen rein. Man kann es natürlich auch ein bisschen schmäler machen, aber ja, dann wird es halt zu eich gequetscht. Weil die ATCs, die nehmen ja auch nochmal Platz weg. Ja, und im Endeffekt war es das schon. So ganz rein theoretisch. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch dekorieren. Habe ich Decoration da? Habe ich eine Decoration da? Oh, ich habe so Blümchen da. Ich habe so Blümchen da. Nee, das passt nicht. Oh, ich habe doch noch das, das. Wenn ich das da abfummel irgendwie. Kann sie nur um Stunden hangen. Kleber drauf. Ich muss das jetzt Ganze dann schön trocknen lassen. Aber ihr seht, na, es funktioniert wunderbar. Super. Wunderbar. Ich habe heute einen in der Klatsche. Ich glaube, das war der Kaffee, der war zu viel. Ja, ich hoffe, meine Lieben, das Video war wieder eine kleine Anregung für euch. Ich hoffe, liebe Nina, du kommst mit der Anleitung zurecht. Ne, ich habe ja gesagt, die wird recht einfach und du sagst ja, was verstehst du unter einfach? Ne, genauso wie die Jessie. Ihr habt ja so eure Problemchen mit Verpackungen. Ich helfe euch natürlich gerne. Hört sich ja jetzt echt so blöd an, oder? Total bescheuert. Aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. Dafür habe ich halt ja Probleme mit Stricken, Häkeln. Da bin ich halt absolute Null. Oder mit Malen und Kolorieren. Damit habe ich meine Probleme. Ihr zwei habt es nicht, das weiß ich. Ach Gott, ich rede mich jetzt schon wieder dumm, krumm und dämlich. Ja. So. Ja, ich hoffe, ihr kommt zurecht damit. Ich hoffe, du kommst zurecht damit, Nina. Ja, bin aber auf dein Ergebnis gespannt. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ich räume jetzt noch ein bisschen auf, spiele mit der Kleinen noch ein bisschen. Und ja, das war's. Ich sag dann schon mal Tschüss.